Hallo, mein Name ist Anna Siemers. Ich bin Tierärztin für Schweine. Seit mittlerweile 7 Jahren betreue ich die Schweinebestände im Landkreis Vechta und umzu, wie man hier so schön sagt. Und ihr begleitet mich heute auf einem Routinebesuch bei einem geschlossenen Bestand. Hier sind wir in einem geschlossenen Bestand. Das heißt, wir haben hier im Bestand Sauen, Saugferkel, Ferkel und Mastschweine. Und üblicherweise fangen wir dann bei den Sauen und Saugferkeln im Abferkelbereich an, so wie hier eben auch. Und wir besprechen mit dem Landwirt, welche aktuellen Probleme im Bestand gerade vorhanden sind. Momentan haben wir hier im Abferkelbereich bei den Saugferkeln, man hört es im Hintergrund ein wenig, leichten Husten. Und ich werde mir gleich eins von den Ferkeln nehmen. Die sehen ja soweit ganz gesund und aktiv aus. Die haben auch alle einen runden Bauch, haben gut getrunken noch. Also Fresslust ist noch vorhanden und Trinklust. Und werde mir gleich eins nehmen und einmal Fieber messen. Und dann müssen wir zusammen überlegen, ob wir hier schon eine Behandlung der einzelnen Tiere vornehmen müssen oder ob es vielleicht so ähnlich wie beim Menschen auch eine Grippe mit ein bisschen Bettruhe getan ist. Wenn man Ferkel hochhebt, Ferkel haben einen Reflex, dass sie anfangen zu schreien, sobald sich die Sau auf sie legt. Das ist ein Schutzreflex. Und sobald man auf den Brustkorb drückt, fängt so ein Ferkel auch an zu schreien. Von der Temperatur her ist das Ferkel bei 39. Das ist soweit noch in Ordnung. Die können bis 39,5 haben, die Temperatur. Genau, und dann gucken wir durch. Die Ferkel sehen auch ganz gut aus. Hier ist ein Ferkel. Da hatte mich der Landwirt drauf angesprochen. Es hat dicke Gelenke. Das ist das hier. Das kann auf den Gelenken sogar noch stehen. Man kann und das wär, da werde ich dem Landwirt gleich noch zur Behandlung etwas da lassen. Es kann aber bei seinen Geschwistern bleiben. Das kann auch ganz gut laufen und muss nicht extra in eine Krankenbucht versetzt werden. Und woher kommt sowas? Das sieht für mich aus wie eine Erkrankung durch einen Erreger. Das war ja dick und geschwollen. Das ist auch nicht, wenn es jetzt nur ein Bein wäre, dann wäre es vielleicht eine Bänderverletzung oder dass es sich gestoßen hätte. Aber so ist es eine Erkrankung, die auf verschiedenen Gelenken sitzt. Und dann behandeln wir das mit einem Antibiotikum, dieses einzelne Tier, mit einer Spritze über 3 Tage. Und dann sollte das wieder besser werden. Auf der Sauenkarte kann man genau nachvollziehen, welche Behandlungen hier im Abferkelstall durchgeführt wurden. Man kann zum Beispiel sehen, das Abferkeldatum, das war der 23. Januar. Da sind 13 Ferkel lebend geboren worden von dieser Sau. Und dann hat sie noch ein Ferkel mit dazu bekommen, das heißt plus eins. Außerdem haben wir hier im Betrieb ein bestimmtes Behandlungsschema bei den Saugferkeln, so nennen wir das. Das ist so ähnlich wie bei den Kindern eben auch. Sie bekommen in bestimmten Lebensabschnitten bekommt man bestimmte Mineralien und Vitamine und eben ja auch Impfungen bekommen die Kinder auch. Und so ähnlich ist das bei den Ferkeln auch. Die Ferkel hier im Betrieb bekommen um den 4. bis zum 6. Lebenstag ein Eisenpräparat gespritzt. Und zur gleichen Zeit bekommen sie auch die erste Mykoplasmenimpfung. Und dann zum Absetzen, das heißt jetzt diese Woche, werden die Ferkel mit einer zweiten Mykoplasmenimpfung behandelt und bekommen zusätzlich noch eine Zirkelimpfung. Der Virus befällt bestimmte Immunzellen und dann ist das Immunsystem nicht mehr so stark, dass es sich gegen andere Erreger zum Beispiel wehren könnte. Und mit dieser Zirkelimpfung tue ich den Ferkeln was ganz Gutes, denn ich stärke das Immunsystem, sodass sie sich gegen andere Krankheitserreger auch besser zur Wehr setzen können. Ich habe mit dem Landwirt abgesprochen, dass 400 Ferkel diese Woche noch geimpft werden müssen. Hierfür gebe ich den Impfstoff zusammen mit dem dafür vorgesehenen Abgabebeleg, wo dann genau drauf steht, 400 Saugferkel im Abferkelstall befindlich müssen gegen Zirko geimpft werden. Hier steht auch die Impfdosis drauf, nämlich 2 Milliliter pro Tier. Das ist eine Impfung, die wird einmalig den Ferkeln verabreicht. Und normalerweise macht der Landwirt das selber. Mit diesen Dokumenten darf er das. Genau so bekommen die Ferkel jetzt hier 2 Milliliter von dem Impfstoff verabreicht. Danach werden sie markiert, damit keines doppelt gespritzt wird.
und dann geht es auch gleich schon zum nächsten.